Willkommen zur polnischen Presseschau. Das sind unsere Themen. Wirtschaft, Folge des deutschen Mindestlohnes. 53.000 Transportarbeiter könnten ihre Arbeit verlieren. In Schlesien wird von Grund auf ein neues Dorf errichtet. Politik. Der polnische Außenminister Grzegorz Schetyna will Polen die Angst vor Flüchtlingen nehmen. Kultur. Immer mehr Polen entscheiden sich für einen Partner im Ausland. Chronik. Neue Entdeckung im Eulengebirge. Die Meldungen im Einzelnen. Wegen der Einführung des Mindestlohngesetzes in Deutschland könnten 53.000 polnische Transportarbeiter ihre Arbeit verlieren. Dies geht aus dem Deloitte-Bericht hervor, wie TVN24 berichtet. Der Mindestlohn gilt in Deutschland seit dem 1. Januar 2015. Er betrifft alle Fahrer der Transportbranche, unabhängig davon, wie lange sie sich in Deutschland aufhalten. Nach den Appellen der Regierung wurde die Anwendung des Mindestlohnes für den Transport ausgesetzt. Mindestlohn muss jedoch bei der Lieferung und der Entgegennahme der Waren aus Deutschland und bei Kabotagetransporten bezahlt werden. Im schlimmsten Fall kann sich die Vergütung der polnischen Transportunternehmen für die Arbeit in Deutschland um 113% erhöhen. Die Konsequenzen wären Zahlungsunfähigkeit und der Verlust von 53.000 Arbeitsplätzen. Schlesien baut ein neues Dorf. Der Grund für dieses Projekt ist der Schutz vor Überschwemmung. Dies berichtet InnoPoland.pl. Die Gemeinde Lubomia in der Woiwodschaft Schlesien wird für die Bewohner der Ortschaft Nieboczowe auf 80 Hektar ein neues Dorf erbauen. Und das für 56 Millionen Złoty. Ein Unterfangen, das zum ersten Mal realisiert wird. Die Kosten trägt zurzeit die Weltbank. Der Grund für dieses Projekt ist der Schutz vor einer Überflutung. Die Gefahr einer Katastrophe sei groß. In Kürze würde sonst das Ratiborer Staubecken die Bewohner von Nieboczowe überfluten. Zurzeit werden in der neuen Ortschaft Nowe Nieboczowe, also Neu-Nieboczowe, Häuser, Straßen und eine Kirche gebaut. 2016 sollen die ersten Bewohner hier einziehen. Der polnische Außenminister Grzegorz Schetyna will Polen die Angst vor Flüchtlingen nehmen, berichtet Polskie Radio. Es besteht keine Gefahr bei der Verteilung der Flüchtlinge in Polen, meint Schetyna. Polen sei ein großes Land und die Flüchtlingszahl, zu der man sich verpflichtet habe, sei nicht sehr groß. Vor allem im Vergleich zu den 800.000, die jedes Jahr Deutschland aufnehmen werde. Was jetzt notwendig sei, ist ein Gespräch über die Finanzierung der Annahme der Flüchtlinge durch die EU-Kommission. Die Polen schließen dreimal so viele binationale Ehen im Ausland wie in ihrem Vaterland. Dies geht aus einer demografischen Studie der Universität Lodz hervor, berichtet TVN24. Bislang war die Hochzeit ein so wichtiges Ereignis, dass junge Menschen, egal wo sie waren, nach Polen zurückkamen, um die Ehe zu schließen. Das ist heute anders. Was sind die Ursachen? Die Gefühlsbindung mit dem Vaterland wird immer schwächer. Die Ehe selbst verliert ihre Bedeutung und immer öfter handelt es sich bei der Hochzeit nicht mehr um eine große Party für das ganze Dorf. Junge Menschen wollen das im Ausland verdiente Geld für die Wohnung ausgeben, erklärt Sozialpsychologe Janusz Czabinski. Aus dem Bericht geht hervor, dass Polen am häufigsten Ehen mit Briten, Deutschen, Iren und Spanier schließen. Das Eulengebirge kann sich über eine neue Entdeckung freuen, informiert TVN24. Wie der Forscher Krzysztof Szpakowski vom Verein Riese in Waldenburg informiert, handle es sich um fertige Objekte, die zum Riese-Projekt gehören, einem komplexen Stollensystem aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Nach den ersten Informationen sollen sie viel größer sein als diejenigen, die bisher gefunden wurden. Zudem könne man nicht ausschließen, dass unter der Erde noch etwas verborgen ist, meint Szpakowski. Untersuchungen mit Georadaren bestätigen die Entdeckung. Das Gebiet ist 200 Hektar groß. Doch wozu wurde das Projekt Riese eigentlich gebaut? Darüber sind sich Historiker im Unklaren. Alles, was im Eulengebirge von den Nazis erbaut wurde, war streng geheim. Die Baupläne für das Vorhaben konnte man bisher nicht finden. Man weiß nur, dass unter diesem deutschen Kryptonym der größte Bergbauentwurf des Dritten Reiches verborgen war. Die Arbeiten dauerten von 1943 bis 1945.
Damit verabschiedet sich die polnische Presseschau. Uns gibt es in einer Woche wieder. Am Mikrofon war Marie Baumgarten.